Barakallah fikum, zakallah khair. Die Ayah von den Frauen des Propheten, dass sie sich bedecken. Und die Ayah hat angefangen mit Ya Nisa'an Nabi. Das ist Barakallah fikum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr Frauen des Propheten, ihr seid nicht wie alle anderen Frauen. Deshalb, wenn ihr mit den Leuten redet, dann redet sie hinter einem Vorhang. Und eine von euch darf nicht sozusagen ihre Stimme feiner machen oder verstellen. Nicht, dass derjenige, der krank im Herzen ist, dass er auf komische Ideen oder schlimme Ideen kommt. Was ist das genau? Ist das nur für Frauen des Propheten? Nein. Es gibt einen Teil, das ist nur für Frauen des Propheten, und ein Teil ist nicht nur für sie. Dass die Frauen sich bedecken, ist für Frauen des Propheten und für die anderen Frauen. Aber wenn eine Frau von unserem Propheten eine Sünde begeht, dann wird sie doppelt bestraft als normale. Und das ist spezifisch für sie. Und das heißt auch, wenn sie Gutes tun, inshallah werden sie doppelt belohnt. Aber wenn wir zu Leuten sprechen, dann sprechen wir erstmal zu den Führern dieser Leute. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala spricht zu unserem Propheten, aber diese Ansprache ist für seine Umma. Und weil er unser Vorbild ist. Und natürlich auch, wer sind die Vorbilder von Frauen? Das sind die Frauen des Propheten. Deshalb wird zu ihnen auch gesprochen. Deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala sagt dem Propheten, Linisaika wa nisa'il mu'minin. Das bedeutet, deine Frauen und Frauen von den Gläubigen. Wallahu ta'ala ala. Deshalb, was spezifisch ist, ist spezifisch. Und was allgemein ist, ist es für sie und für die anderen Frauen. Wallahu ta'ala ala alam. Aber natürlich, du weißt, die Diskussion ist in der arabischen Welt. Das geht um Anti-Islam pur. Das wird, deshalb diskutiert man solche Themen jetzt. Ja, die Ansprache ist nur für die Frauen des Propheten, die anderen Frauen brauchen sich nicht zu bedecken. Es gibt keinen Beweis, dass die Frauen sich bedecken. Es gibt keinen Beweis im Koran, in Sunna. Das ist alles Quatsch. Es gibt Ijma', da braucht man nicht mehr. Wenn wir Ijma' haben, Ijma' barakallahu fikum, die, sage ich jetzt, Shumanat al-Hujjiyat al-Ijma'. Beweiskraft von Ijma'. Beweiskraft von Ijma' ist mehr als ein Ayah und ein Hadith. Aber Ijma' braucht natürlich ein Ayah und ein Hadith. Aber die Beweiskraft bei Ijma' ist mehr. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, zakumullah khairan. Lernt eure Religion und nutzt die Zeit, dass ihr noch jung seid, indem ihr etwas lernt, etwas Nützliches. Man muss nicht, barakallahu fikum, jeder braucht nicht ein Scheich zu werden oder ein Gelehrter. Aber mindestens lerne deine Religion, dass du mit Wissen deine Religion praktizierst und dass du dich schützt vor der Shaitan und vor den falschen Wegen. Barakallahu fikum, sagt Allah, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilik. Ya dhakiran al-ashab, kum mutaaddiban.